Hi Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mit dabei ist Ehrengast. Kleiner. Ja. Du kannst es schöner sagen. Zu Kleiner. Das ist so schrecklich. Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 9. April und das bedeutet die erste Folge von Villa der Liebe ist online gekommen. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns die zusammen anschauen und zusammen darauf reagieren. Da ich ja Teil des Produktionsteams bin, kenne ich die Folge schon, aber du kennst sie noch nicht. Und deswegen sitzt hier Selina. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die erste Folge an. Wir gucken uns aber nur die geilsten Szenen daraus an. Also schneiden das Beste zusammen. Heißt also, für alle, die die ganze Folge sehen wollen, ihr müsst unbedingt auf dem Villa der Liebe Kanal vorbeischauen. Das ist direkt der erste Link in der Beschreibung. Ist noch, bevor ich dich verlinke. Leider, ja. Ist okay. Ist es okay, ja? Ja. Okay. Als Ausnahme. Ich gebe dir das gleich anders zurück. Okay, Kopfhörer an, würde ich sagen. Oder willst du noch irgendwas loswerden? Ich bin sehr gespannt. Willst du kurz vorstellen, welche Rolle du spielst und welche ich spiele? Ja, ich spiele die Nala. Wieso kannst du eigentlich Kaugummi, wenn wir Video drehen? Darf ich nicht? Nein. Kann es sein, dass du dumm bist? Du spuckst aus. Okay. Spuckst aus. Nein. Doch, spuckst aus. Wer willst du das nehmen? Du sollst es einfach ausspucken. Ich kann es auch unterschlucken. Nein, ist besser, wenn du es auf die Hand spuckst. Ey, was ist das wirklich? Ih, das ist ja Nein, ich hab's nicht gehabt. Die Hand wäre gezogen. Okay, ich spuck's nochmal. Nein, das ist ungesund. Tust du einfach nicht. Das ist doch nicht ungesund. Ein Kaugummi runterschlucken ist nicht gut. Gib das her! Gib das her! Ist doch in deinem Mund! Ist doch in deinem Mund, ne? Gib das her! Ey, schuld doch auf meine Hand! Bitte tu es dahin! Ich bin der Gärtner der Villa der Liebe. Also ich bin der Gärtner von der Villa. Das Intro ist an dieser Stelle noch nicht ready. Das heißt, ihr werdet das fertige Intro sehen können, wir noch nicht. Schauen wir nochmal in den Anfang rein. Okay, let's go. Die Villa der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Cordula. Marie. Ulrike. Nala. Scarlett, Fatima, Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Sieben Mädels kommen hierher. Ja, es werden ganz viele romantische Stunden, die wir zusammen verbringen können und schlussendlich darf ich dann sogar mit einer hier raus. Ich finde, er hat so wirklich was richtig so Bachelor-mäßiges. Ja. Also wenn er der richtige Bachelor irgendwie aus der Schweiz ist, mit diesem Akzent, mit diesem leichten, finde ich, kann man sich das richtig vorstellen. Ist so, das habe ich auch direkt von Anfang an mir gedacht. Mit dem Akzent ist es so. Es gibt ja auch Bachelor in der Schweiz. Ja, gibt's auch, ja. Oder? Weil der Loris, ihn spielt, kommt tatsächlich auch aus der Schweiz. Deswegen vielleicht nächste echte Staffel Bachelor aus der Schweiz. Wie kommt der auf ihn? Ein guter Freund von mir. Und ich... Hast du gedacht, könnte passen. Ich dachte, es passt, aber es hat wirklich perfekt gepasst. Stopp! Stopp! Das ist Privatgelände. Was macht ihr hier? Könnt ihr nicht filmen, das ist Privatgelände. Mach mal die Kamera aus, bitte. Entschuldigen Sie, die Herren. Das ist mein werter und sehr naiver Freund, der Gärtner. Aber machen Sie sich keine Gedanken und vor allem mach du dir keine Gedanken. Denn das ist alles Teil eines sozialen Experiments. Kennst du Leute eigentlich in deinem Leben, auch in deinem persönlichen Umkreis, die so zwinkern oder so immer so schnauben? Mhm. Also jeder zweite Uber-Fahrer, finde ich, hat dieses Schnaubenproblem. Echt? Immer so. Die machen immer so... Die ganze Zeit denkst du dir so, dann mach ich immer so AirPods rein, um das nicht hören zu müssen. Hauptsache Alessio geht's gut. Ja. Hauptsache Alessio geht's gut. Denn sie ist die Schlampe. Er ist normal. Dankeschön. Kennst du das? Ja, natürlich. Alter, ich finde diese Location ist einfach zu geil, finde ich. Das ist echt. Ich vermisse es so heftig. Also das hier ist genau das Anwesen, wo wir gedreht haben. Müsst euch vorstellen, Leute, das hier ist das Anwesen. Hier an dieser Stelle übrigens, hier oben, wurde ich von einer Schlange erschreckt. Hier war das. Und das ist einfach das, also wer so einen fetten Pool hat und das, also ich hätte so Bock, wieder dahin zurückzukommen. Es passt doch einfach so perfekt zum Format. Ja, ja, finde ich auch. Hallo, hi, herzlich willkommen. Ich bin Alessio. Marie, freut mich. Freut mich, Marie. Gut hergefunden. Ja, bestens. Sehr schön. Ja, von wo kommst du, Marie? Ich komme aus Berlin und du? Aus Berlin, ich komme aus... Das ist einfach so richtig Bachelor-Feeling. So, hast du meine ganze Staffel Bachelor gesehen oder hast du öfter mal angeschaut? Ja. Ich finde, die Begrüßung ist immer das Spannendste fast bei sowas, weil da ist so richtig diese menschliche Cringe ist immer da, wenn die sich so begrüßen müssen. Das stimmt. Das hat hier wirklich richtig was. So, wir springen jetzt mal ein bisschen, Freunde, und wir gehen jetzt mal gerade hierher. Focus, don't you make me change my mind.
Weil das sieht so, das sieht einfach aus wie Stock-Footage, so was, was man woanders hochgeladen hätte oder runtergeladen hätte. Ja, so ein Mist, ey. Wessen Hund scheißt hier in meinen Garten? Und es ist frisch. Hey! Hey! So, ey! Ey! Hey! Ja, wer bist du? Nala. Alter, es gibt irgend so ein Märchen. Ist das von irgendwas mit Talern oder so? Es gibt so ein Märchen von so einer Blonden im Kleid und die zieht sich irgendwann nackt aus. Was? Kennst du das nicht? Die hat irgendwie so die Sterntaler, Gebrüder Grimm. Guck! So sah die aus in dem Märchen. Die hat blonde Haare und ein weißes Kleid angehabt. Warum zieht sie sich nackt aus? Ja, das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich bin ja für den Garten zuständig. Achso, okay. Hast du in den Garten gekackt? Ich finde das ganz ein Meme werden. Das ist so schön. Wenn du magst, kann ich dich zu den anderen führen. Okay, gerne. Okay. Ist das eigentlich eine Kinderserie oder Erwachsenenprogramm? Das ist schon echt ekelhaft. Ekelhaft? Ja. Warum ekelhaft? Richtig ekelhafter Charakter irgendwie. Warum ekelhafter Charakter? Du schleppst mich ja richtig ab. Na, ich habe dich in der Hand genommen, die Kleine. Die Kleine. Vor allem so der Gärtner, so irgendwann in dieser Serie wird gesagt, dass er 39 ist. Du siehst schon richtig putzig aus. Herrschaften, Herrschaften, einen Augenblick. Einmal durchzählen. 5? Mhm. Aber es sollen doch 7 sein. Genau. Das heißt, es fehlen jetzt noch? 7? Ja. 5 weg? 2, alles klar. 2, oh, sag ich ja. Hey. Oh. Hallo? Ich glaube, du hast jemanden vergessen. Hi. Oh. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Hi. Oh Gott. Was für schöne Aufnahmen sind das? Warum habt ihr das gemacht? Ich will auch an diesen Strand. Ja, ja, ich würde jetzt auch gerne an diesen Strand. Das ist hier in Isolation einfach nur. Wir könnten, wenn du Lust hast, gleich das Badezimmer fluten. Mhm. Dann könnte ich Blumenerde, habe ich noch oben, könnte ich hinstreuen statt Sand. Mhm. 2 Handtücher hinlegen. Ja. Vielleicht Heizung ein bisschen aufdrehen. Okay. Strandfeeling. Geil. Ja. Danke. Fett oder einfach nur schwanger? Yeah. Das ist auch jetzt so verpeilt, diese Vorstellung. Hallo. Oh, herzlich willkommen. Hi. Hi, ich bin Ulrike. Alessio, freut mich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, gut, ist und gut. Selbst? Sehr schön, mir auch. Danke. Woher kommst du? Aus Köln, das ist in der Nähe von Deutschland. Ah, warst du schon mal da? Ja. Ja? Ja. Butler, ich hätte einen Sekt für dich. Nein, bitte. Danke, ich bin schwanger. Blöd von mir, sorry. Mama, Wodka. Nein, danke. Hä? Nein, nein. Absinth? Nein. Nein? Nein. Dann lass uns die Spiele beginnen. Okay. Gehen wir rein. Das ist einfach so random, finde ich. Ich finde es einfach so random. Das ist ganz cool. Also ich finde, es ist wichtig, dass es viele von solchen bescheuerten Elementen hat, damit es einfach wirklich auch Comedy ist so und nicht einfach nur irgendwie so eine Bachelor-Nachmache oder so. So, und jetzt kommen wir zur besten Szene, finde ich. Das ist diese, weißt du noch, welche Szene das ist? Die große Challenge, wo er sich nackt ausziehen muss. Ah ja. Und das finde ich auch so witzig. Die Challenge ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich lege ganz viel Wert nicht nur aufs Äußerliche, sondern auch wirklich aufs Innere. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Deswegen sieht die Challenge wie folgt aus. Ich ziehe mich einmal aus und diejenige, die runterguckt, hat verloren. Alleine diese Vorstellung, dass sowas gemacht wird, das ist so witzig. Würdest du es easy packen, nicht runterzugucken? Safe. Du? Nee. Fatima. Digga, Haram, ja? Bist raus, einmal mit die Nächste. Aber die Vorstellung, dass er die ganze Zeit noch nackt ist. Ich hab kein Problem mit. Ja. Tessa, guck mal, was für ein Schwarzer hat. Echt? Oh. Okay, ich sehe, du hast kein Problem. Du darfst einmal bitte nach hinten. Sion, dachte ich. Sie hat sich so richtig, dieser Blick so, sie hat sich so richtig, du richtig gegönnt. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ach, süß, alles gut. Du kannst die Hände runternehmen, du kannst die Augen öffnen, ist gar kein Problem. Du musst ja auch nicht runtergucken. Wie ein Penis! Ich finde, die erste Folge ist absolut witzig so. Ich finde es sehr, sehr nice. Ich freue mich voll, es ist übel geil, es ist unnormal lustig. Wir haben so viele lustige Szenen in den ganzen Folgen drin. Was alles noch kommt. Noch so viel mehr. Hast du jetzt kaum wirklich eben runtergeschluckt? Ja. Heute Abend wirst du richtig heftig Durchfall haben. Nein.
Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unbedingt jetzt in der Beschreibung auf den Link klicken und schaut euch die ganze Folge an. Dort kommen ab jetzt immer Montag und Freitag die neuen Folgen um 16 Uhr. Es wird sehr witzig. Ihr seht, was mit Nala passiert. Wir sind alle super gespannt, wer der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird und am Ende mit Alessio zusammen sein darf. Wir werden sehen, was der Gärtner vielleicht auch noch könnte ja sein. Ja, ja gut. Der Gärtner ist 39, Nala nicht. Ihr wisst, was zu tun ist. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ciao. Du schluckst nicht nochmal einen Kaugummi runter. Ist das verstanden? Mhm.